Staatsverweigerer. Das ist so das Überwort. Ja, ganz normal gehört, Sie können scheißen gehen mit der Wortmarke Polizei. Sie sind ein Bediensteter der Firma Österreich und ich unterliege keinem Gesetz einer scheiß Firma. Und ja, bevor Sie mir keinen Amtsausweis zeigen und eine Amtshandlung durchführen wollen, sage ich Ihnen gar nichts. Das ist aber mein Dienstausweis. Nein, es gibt keinen Dienstausweis, der interessiert mich nicht. Der Dienstausweis kann mir am Arsch lecken, weil Sie können mir gar nichts haben. Ich habe kein Gesetz, den ich unterliege. Nach langen Ermittlungen macht die Justiz jetzt kurzen Prozess. In der Nacht zum Donnerstag rücken 454 Polizisten aus und nehmen 26 führende Staatsverweigerer fest. Vorgeworfen werden den Festgenommenen nun unter anderem die Beteiligung an einer staatsfeindlichen Verbindung, Nötigung, Widerstand gegen die Staatsgewalt, gefährliche Drohung sowie Erpressung und gewerbsmäßiger schwerer Betrug. Es handelt sich bei den Verdächtigen um Führungsfiguren des Staatenbundes Österreich. Ebenfalls in Polizeigewahrsam befindet sich die Grazer Präsidentin Monika U. Natürlich, sie haben ja die Macht über die Propaganda, über die Medien. Und man kann ja natürlich über die Medien sehr viele Lügen verbreiten. Mittlerweile hat der Staatenbund über 1000 Mitglieder und die Tendenz ist nach wie vor steigend. Die Gesetze und Autoritäten Österreichs werden von den Staatsverweigerern nicht anerkannt. Sie haben ihr eigenes Regelwerk und ihre eigene Rechtsprechung. Ermittler finden heraus, dass sogar Gerichtsverhandlungen gegen Bürgermeister, Richter und Banker geplant gewesen sind. Selbst deren Festnahmen sind in Erwägung gezogen worden. Aufgrund der Drohungen und der zunehmenden Gewaltbereitschaft ist befürchtet worden, dass Menschen zu Schaden kommen, weshalb die Personen nun festgenommen worden sind. Ein weiterer schlimmer Verdacht hat sich bei den Hausdurchsuchungen bestätigt. Führende Kader des Staatenbundes leben von der Ausstellung und dem Verkauf diverser Fantasieurkunden ihrer Organisation, die sie dann an andere Mitglieder verkaufen.